Guten Tag, schön, dass Sie vorbeischauen. Dirk Rau ist mein Name. Ich habe über 25 Jahre Erfahrung im Seminarbereich in ganz unterschiedlichen Firmen. Vorwiegend immer Schwerpunkt Kommunikation, Führung, Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit. Ja, auch das in Unternehmen. Bin groß geworden im Mittelstand. Meine Eltern, meine ganze Verwandtschaft war selbstständig. Eine kleine Weberei hatte mein Großvater. Im Textilbereich war meine Mutter, mein Vater war auch im Textilbereich tätig. Und so waren wir breit gefächert. War selber im Vertrieb in jungen Jahren und habe mein Herz verloren oder bin aufgegangen in der Persönlichkeitsentwicklung. Vor allem über den Vertrieb, weil es darum ging, wie kann ich Menschen erreichen, wie kann ich mein Angebot so aufstellen, so aufbereiten, dass es dem Kunden dienlich ist. Und habe dann in jungen Jahren begonnen, mich weiterzuentwickeln. In ganz jungen Jahren, war ein paar Jahre in Amerika, habe da viel gelernt über Kommunikation, Coaching, Verhaltenstraining und so weiter. Kam zurück nach Deutschland und mich dann selbstständig gemacht und war in unterschiedlichen Unternehmen im deutschsprachigen Raum, nicht nur, auch englischsprachigen Raum tätig. Ganz unterschiedliche Branchen, viel bei Banken am Anfang, Automobilsektor dann. Und dann ist immer breiter geworden, Startup-Unternehmen und so weiter. Immer mit dem Fokus, das ist so ein Motto von mir, es geht um den Mensch, also der, der mir gegenüber ist, sodass der Impulse bekommt, um effektiver, effizienter zu ist und eine Nachhaltigkeit in seinem Leben, in seinem Beruf erreicht. In den letzten 10, 15 Jahren hat sich es insofern ein bisschen geändert. Aus der Seminartätigkeit ist immer mehr eine persönliche Begleitung geworden, das PEP-Programm, persönliches Erfolgsprogramm, sodass ich dann mich verlagert habe und Führungskräfte oder ich nenne es Potenzialmitarbeiter im Alltag begleite, so wie ein Schattenmann, sagen manche, ich laufe einfach mit oder beobachte, nimm wahr, wie die Person arbeitet. Und dann tauschen wir uns immer aus, an welchen Stellen und wie die Person sich effizienter machen kann. Ich finde es beeindruckend bis heute, wie erfolgreich die Menschen sind, wie viel Know-how die haben in ihren Bereichen und auch wie inspiriert und motiviert die ihrer Arbeit nachgehen. Und freue mich, dass ich mit Kleinigkeiten quasi immer so eine Stellschraube anbieten kann und als Hebel fungieren kann, um deren Erfolg noch erfolgreicher zu machen. Warum? Weil die Menschen in einzelnen Bereichen einfach nicht weiterkommen, weil sie dort immer das Gleiche machen, weil sie es nicht anders gelernt haben. Und da komme ich zum Zuge aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Bereich Techniken, Methoden, um Menschen zu erreichen, auf eine authentische Art und Weise und einfach dann auch, indem die Flexibilität der Führungskraft des Managers einfach gesteigert wird. Und da geht es um Meetingstrukturen, Alltagsgestaltung, Umgang mit Stress, Umgang mit Emotionen, Kommunikationsbereich, Präsentationsbereich, bin Keynote-Speaker unter anderem und lasse das ganze Wissen, das ich da habe, einfließen, weiß nicht im Vorfeld genau, was es ist, sonst würde ich Ihnen hier schon einen Impuls geben, der für Sie hilfreich ist und den gebe ich auch auf jeden Fall, sondern bin immer überrascht, was an dem Tag passiert und daraus machen wir das Beste so, dass eine Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Was ist ein Tipp, den ich habe an dieser Stelle? Meine Erfahrung ist, am gesündesten ist es für die Führungskraft, wenn sie authentisch sind. Sagen viele, ja, ja, ist richtig, ist richtig. Ich erlebe es ganz oft in meiner Alltagserfahrung, dass ein Impuls hochkommt bei der Führungskraft und die Führungskraft schluckt diesen Impuls und meint, es einfach anders machen zu müssen, weil man es halt anders macht. Ich bedauere das und ermutige die Führungskraft immer im Motivationsbereich, einfach authentisch zu sein. Jetzt kommt ein Feinschliff. Und zwar ist der Feinschliff die Art und Weise, wie das kommuniziert wird. Ich finde es völlig unpassend, wenn ich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, weiß nicht, verbal degradiere oder so. In den meisten Fällen einfach unpassend. Die Frage ist, wie ich sowas, wenn ich empfinde, oh, da hat jetzt jemand gerade einen Fehler gemacht, wie ich das rüberbringen kann. Das ist so ein rhetorisches Stilmittel. Was nicht heißt, dass deshalb die Authentizität untergraben wird und wir etwas kaschieren, das finde ich echt unpassend, sondern seien Sie authentisch,
arbeiten Sie an der Art und Weise der Artikulation, die abhängig ist von Ihrem Gegenüber, nicht von Ihnen. Denn Sie sind Führungskraft und das heißt für mich, Ihre Aufgabe ist es, Kräfte zu führen. Deshalb Führungskraft. Sie führen Kräfte. Warum? Damit diese mitarbeiten. Denn das sind Mitarbeiter. Und wenn Sie flexibel sind, um Kräfte zu führen, arbeiten die Mitarbeiter engagiert und motiviert mit. Und das steigert Ihre Motivation. Und deshalb sind wir hier bei der Motivation. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Flexibilität, viel Know-how und Spaß bei Ihrer Tätigkeit. Vielleicht gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam, würde mich freuen. Dann nehmen Sie einfach Kontakt auf. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg und viel Spaß.